Dann schauen wir doch mal, was da unten in dieser Gruft drin ist. Also das auf dem Bauch liegende Skelett auf diesem Altar lässt ja auf Nekromanten schließen, also vielleicht wieder Untote. Gucken wir mal. War so tagsüber, ob die da auch rumlaufen? Oh, da ist noch ein Altar. Und jede Menge Untote. Aber die machen nichts. Schlafen die vielleicht? Oh oh. Okay, sie schlafen nicht. Das sind ein bisschen viele. Aber hier ist ja Gott sei Dank einigermaßen eng. Da kommen sie nicht alle durch. Oh, doch, kommen sie. Ugh, raus hier. Wir müssen die irgendwie einzeln erwischen. Oder wenigstens in kleinen Gruppen, nicht so alle auf einmal. Wo seid ihr hin? Trauen die sich nicht raus? Das wäre natürlich auch praktisch. Erstmal ein Heiltrank. Da will ich jetzt keine 20 Haxen essen müssen. So, jetzt gucken wir wieder hin. Oh. Nee, die stehen da einfach rum. Der Nekromant, der sie beschworen hat, muss wohl dafür gesorgt haben, dass sie nur angreifen, wenn irgendwelche Gefahr direkt in ihrer Nähe ist. Aber so können wir sie auch nicht aufteilen. Kommen immer alle auf einmal. Na. Einen töten, das wäre mehr als genug. Dann könnten wir uns zurückziehen und... Genau so. Nee, das wird nichts. Weg hier. Ihr könnt schön wieder in eure Gruft zurück. Euch erledigen wir später. Wenigstens einen haben wir kaputt gekriegt. So, und... Nicht mehr hinter uns. Boah. Okay, die nächste Gruft, die wir finden, wo irgendwelche dunklen Rituale vorveranstaltet werden, ignorieren wir gepflegt. Ach, jetzt können wir nur unser Fleisch essen. Wir schauen uns weiter hier um. Also der obere Weg führte ja zu den vier Orks. Da wollten wir nicht lang, aber allgemein können wir uns mal ins Orkgebiet reintrauen. Solange wir nur diese Jäger und Scouts erwischen, also Kundschafter, müsste das machbar sein. Die haben wir ja auch im Tempel getötet. So, euch nehmen wir mit. Und wir sollten sogar langsam wieder anfangen, das Fleisch von denen einzusammeln. Denn unsere Fleischreserven sind schon ziemlich weit unten. Hinten sind noch zwei Echsen, die können wir auch mitnehmen. Drei Echsen. Ja. Vier, umso besser. Eine wirkliche Bedrohung sind die ja nicht mehr. Also, schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. So, Krallen nehmen wir mit. Dich und dich und dich. Eigentlich sollten wir uns mal eine ordentliche Karte zulegen. Also von der gesamten Minenkolonie. Dann könnten wir auch nachgucken, ob das da oben wirklich zum Orkgebiet gehört. Oder ob das vielleicht nur irgendeine Art Stoßtrupp von dem Orks war. Naja, wenn wir wieder aus Versehen beim alten Lager vorbeikommen, was man da hinten am Horizont schon sehen kann, dann können wir uns einfach eine neue Karte holen. Und wir haben auch schon ein paar neue Sachen, die wir verkaufen können. So, ganz zufällig ein paar Krallen von Echsen, Wolfspelze und Wolfszähne. Oh, und den Schattenläuferfell. So, wo sind wir denn? Da ist ein kleines Lager. Da ist das alte Lager. Ah, da ist der Turm, wo wir runtergepurzelt sind. Das heißt, wir sind aber nicht im Ork-Gebiet. Oder? Nee, müssen wir erstmal zurück zum Lager, dann können wir uns da neu orientieren. Das da müsste die eine Hütte von dem Jäger sein aus dem alten Lager. Genau. Das Orkgebiet war aber so ein Hügel hoch und da standen zwei Wachen vor.
Das war jedenfalls der eine Zugang. Und vor dem anderen Zugang saßen Schatten, hat alle gewarnt, die da rein wollten. Aber war das hier eine Ecke? Oh, da sind ja auch noch zwei Snapper. Die nehmen wir auch noch mit. Drei Snapper. Vier Snapper. Aber das ist ja auch alles machbar. Wenn wir nicht zu unachtsam werden. Genau. Oh, 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 hey, 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 hey. Nein, 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 nicht da. Orks. Ja, das kommt davon, wenn man zu leichtsinnig wird. Weg, 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 weg. Oh, das war eindeutig viel zu knapp. Aber wir hören nichts mehr. Naja, haben wir abgehängt. Boah. Garstige Biester. Da denkt man, ach ja, die schafft man schon, die sind kein Problem mehr. Und dann sowas. Gut, erstmal ein paar Heilkräuter. Und den schnappen wir uns jetzt nochmal. Weil einen von denen haben wir auf jeden Fall schon mal erlegt. Und jetzt konzentrieren wir uns einfach ein bisschen mehr und dann passt das auch. Von so ein paar wandelnden Äxten in die Flucht geschlagen. Nee, nee, nee. Genau, von euch da. Haben wir doch zwei schon getötet? Ah, hat den Anschein. Oh, noch eine Höhle. Und da sieht man auch schon einen Heiltrank rumliegen. Was für ein Zufall. Und ein paar abgenagte Knochen. Aber ja, ist auch nachvollziehbar bei einer Höhle von diesen Echsen. Schleppen wahrscheinlich ihre ganze Beute hier rein. Ziemlich eklig. Aber gut, da war der Turm, da waren wir schon. Aber hier sind wir noch nie lang gegangen. Schauen wir doch mal. Auch wenn wir eigentlich kurz ins alte Lager gehen wollten. Ah, wenn man schon mal in einem Gebiet ist, wo man noch nicht war, dann soll man es auch ausnutzen. Sonst laufen wir ihn immer wieder hin und her. Das ist ja auch albern. So, Schinken. Njam, njam. Fackel, Bier und ein Dietrich. Oh. Den Schinken gönnen wir uns doch gleich mal. Richtiges Essen aus der Außenwelt, solange es nicht allzu alt ist. Njam, njam, njam. So. Da haben wir einen Lurker. Und noch eine Höhle. Ja, dagegen bauen wir noch gar nicht. Da liegen zwei Heiltränke einfach so auf dem Boden rum. Ist ja auch kurios. Hier muss irgendeine Karawane umgestürzt sein oder so. Oh. Und eine Ork-Statue? Okay. Hier sollten wir vorsichtig reingucken. Aber ne, hier ist nur eine ganz kleine Höhle. Hätte ja auch so eine Art kleinerer Ork-Friedhof sein können. Oder zumindest eine kleine Grabkammer für den Ork da. Kommt man da hoch? Ne, ne, auf eine großartige Kletterpartie sollten wir uns nicht einlassen. Schauen wir uns noch kurz zu Ende um. Und wenn wir auf Anhieb nichts finden, dann gehen wir zurück zum alten Lager. Oh. So viel dazu. Orks. Aber die sehen aus wie richtige Ork-Krieger. Das könnte schwierig werden. Aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht können wir irgendwie einen von denen hierher locken durch irgendein Geräusch. Dass wir nicht gegen beide auf einmal kämpfen müssen. Ja, genau du. Komm her, lass deinen Freund schön da hinten. So. Na komm, bitte für nicht zum Angreifen kommen lassen. Boah.
Ah, der andere wird schon skeptisch, der läuft jetzt da hin und her. Hufala. Erstmal ein paar Heilkräuter. Und das war nur ein einziger Orkkrieger. Im Tempel sind davon 4 oder 5 Stück, die wir auf einmal umbringen müssen. Ja, wir haben noch gut was vor uns. So, und jetzt knüpfen wir uns den davor. Hey du, wir haben gerade deinen Kumpel umgebracht. Ja, das macht ihn stinkig. Ja, so kann es aber auch laufen. Solange sie nicht dazu kommen, anzugreifen. Aber sobald es mehr als einer ist, werden sie immer dazu kommen, anzugreifen. Aber gut, schauen wir mal ganz vorsichtig da rein, ob da noch mehr von denen sind. Und wenn ja, wie viele? Da hinten ist schon wieder so eine komische Ork-Statue. Bisher sehen wir keine Orks. Das muss irgendeine Art Versammlungsplatz sein. Ganz viele Tränke, Kisten. Ha, aber keine weiteren Orks. Oh, gut. Oder eine Arena? Dieses Loch hier am Boden sieht ein bisschen danach aus. Na gut. Uns soll es einerlei sein. Wir plündern einfach mal die Kisten. Was haben wir da? Dietriche, eine Axt, ein altes Schwert, Erzbrocken, Pfeile und ein Feuerpfeil. Schön, schön. Den Trank nehmen wir auch noch mit. Und die nächste Kiste. Genau das gleiche nochmal. Noch ein Trank und noch ein Trank. Obwohl wir uns beeilen sollten, sonst kommt nachher noch der Rest der Ork-Truppe hierher. Schaut, was los ist. Ja, auf jeden Fall schön viele Sachen zum Verkaufen. Und die Spruchrollen können wir bestimmt auch bald gebrauchen. Wir können mit den Feuerpfeilen versuchen, die einzelnen Orks wegzulocken. Aber gut. Ja, doch, imposant. Aber weg hier. So schnell es geht, weg hier. Das dürfte es dann auch mit diesem Abschnitt gewesen sein. Das kleine Gebiet, das wir erforschen wollten. Den Rest dürften wir eigentlich schon kennen. Da unten war die andere Statue. Hier ist nichts. Und da geht's zur Jägerhütte. Hier hatten wir auch schon geguckt. Und da rechts ging es zu den Snappern hoch. Ja, gut. Uah. Ja, doch, das war schon eine Herausforderung. Aber mal wieder gute Kampferfahrung. Also, das Schwert nehmen wir auch noch mit. Und da es eh langsam dunkel wird, gehen wir Richtung altes Lager. Da können wir unser Fleisch braten mal wieder. Wir haben ja inzwischen jede Menge Rohfleisch angesammelt und fast kein gebratenes Fleisch mit dem Rucksack. Also ja, jede Menge Fleisch braten. Wir können unsere Jagdtrophäen verkaufen. Oh, welchen Eingang nehmen wir eigentlich? Nehmen wir den da. Okay, und hier ist der Eingang zum Orkgebiet. Also ja, wir können gleich, nachdem wir mal ganz kurz hier reingeguckt haben, unsere Jagdtrophäen verkaufen. Wenn wir uns überhaupt durchlassen. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Nein. Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. War das jetzt eine Drohung? Schauen wir mal. Nö, die werden einfach warten, dass wir reinlaufen, sterben und uns dann ausplündern. Oh, und da sind diese garstigen Hunde. Und zwar ein ganzes riesiges Rudel von denen. Na gut, wir wollten ja probieren, ob wir uns mit denen anlegen können, aber so viele auf einmal. Können wir uns vielleicht an denen vorbeischleichen? Oh, da sind noch mehr und Ork-Krieger.
Übel. Ja, das ist eine garstige Ecke hier. Genau, du komm mal her. Wir wollen testen, wie stark du bist. Aber lass deinen Freund schön da hinten. Deine beiden Herrchen da auch. So. Gleich kann er ran. Okay, atmen und rauf da. Die beiden Orks haben uns wohl gesehen, aber nichts gemacht. Und dieser riesige Wolf fiel auch ziemlich schnell. Na gut. Wahrscheinlich wird es ähnlich sein wie bei den Snappern. Sobald wir uns umzingeln und alle auf uns raufbeißen können, ist das gleich eine ganz andere Sache. Dafür können wir versuchen, dieses Rudel hier ein bisschen auszudünnen. Hinten kommt gleich noch einer. Ja, solange sie nicht zum Angreifen kommen, sind sie echt kein Problem. Das war ein Fehler. Das war ein riesiger Fehler. Komm. Ja, wir haben jetzt gerade 4, 5 Orks hinter uns und 20 von diesen Riesenhunden. Ja, ihr schafft das schon, Jungs. Kein Problem, ihr schafft das schon. Lasst uns nur weglaufen. Mann. Also wir hören Hunde quietschen im Hintergrund und Schwerter schlagen, aber das interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen einfach nur noch weg. Okay, da hinter dem Baum verstecken wir uns. So weit, so gut. Also irgendwie tun uns die beiden Jungs ja schon leid, aber das war so nicht geplant. Gucken wir mal kurz, wie es denen geht. Die sind noch am Leben. Wow, die sind ja echt tough. Oh, tut uns leid. Das war nicht geplant. Haben den Orks auf die Nase gegeben und die haben sich zurückgezogen. Na gut, einen Versuch machen wir noch. Diesmal stürmen wir nicht vor wie eben. Ja, 4 Ork-Krieger da hinten. Genau, ihr beiden könnt schön nah rankommen, dass eure Herrchen das nicht sehen. Dann bringen wir euch um und dann ziehen wir uns endlich ins alte Lager zurück. Komm, noch ein Stückchen. Gut. Das kommt alles mit. Und weg hier. Oh, danke, Jungs. Obwohl wir sie quasi überrannt haben mit der ganzen Horde, haben sie uns trotzdem jetzt noch geholfen. Oder atmen es zumindest vor. Das ist doch mal nett. Wenigstens ein paar Leute aus dem alten Lager, die gut drauf sind. Aber speichern wir mal kurz ab. LP 34.